ready. Akt 1. Geburt und Entstehung. Ja, Mama, ich hab die Hausaufgaben schon gemacht. Ich hab das nicht verstanden. Ich hab dir doch schon tausendmal gesagt, dass du das Ding nicht umsonst gekauft hast.
aufhaben. Es ist echt nicht so schwer. Mama. Und dann das Geschirr in die Spülmaschine rein. Und wenn Sie ja, Mama, ich gehe ja schon. Räumen Sie aus. Komm doch. Bei der Gelegenheit kommt es auch gleich mal. Ja, ja, ich mach doch mal, Mama. Mann, ja, ja, jetzt denk ich aber auch. Ja, jetzt lass mich doch in Ruhe. Boah, Alter, das ist ein bisschen drin. Und jetzt bin ich gerade drauf. Wow. Was ist denn hier passiert? Schamoni. Akt 2. Der kleine Tod und Edging. It's so hot. Oh. Yeah.
Can we just fuck me too? Yeah. Just get a little more. Sure. Come on, listen to us. Yes. Schwester!
mal den Hoden. Füllen Sie mal den Hoden. Stimmt doch was, Jans, dir mal hält dich nicht. Yeah. Vielleicht sollten wir einen Arzt rufen. So. Schauen wir mal in dich rein, Andreas. Schauen wir mal in dich rein, wie es mal ein Onkel Doktor machen kann. Sprechen Sie nicht, dass Sie nicht halten können, aber wir geben unser Bestes. Jetzt gibt's hier den Pempel auf dem Bauch. Ui. So einen ausgeprägten Wanderhoden, den kenne ich nur ich habe immer für ein Märchen, für Seemanns Ärzte garn gehalten, aber tatsächlich. Da ist er. Oh Gott! Sehen Sie die Spermien? Die sind recht aktiv. Du schreckst das aus meinen Augen. Ja. Hilft eigentlich nur noch B. Alles nicht so wild. Hm? Gehst du mal nach Hause zu deinen Mamas und dann melden wir uns. Wir melden uns, gell? Machst du mit der Schwester einen schönen Termin aus? Komm mal mit, Andreas. Ich will nicht so lange warten. Kommst du in 2 Wochen nach Ostern wieder, ja? Dann machen wir Schaumig noch mal nach. Wegen dem Hoden, ja? Scheißnerviges Tagebuch. Ich hasse dich. Mama hat gesagt, ich soll dich reinschreiben, wenn ich wütend bin. Aber ich fühle einfach gar nichts mehr. Alter, Max und Lukas reden seit der letzten Pause nicht mehr mit mir. Und alle verarschen mich die ganze Zeit, weil ich keinen Ei mehr habe. Ich bin so ein Loser. Eier. Alles Wichser. Solche Wichser, Alter. Alle nutzen mich nur aus. Ich kann nichts tun. Weil ich zu wenig Mann bin. Zu wenig Mann, um schwul zu sein. Zu wenig Mann, um Lisa anzusprechen. Ich kann nicht richtig lesen, ich kann nicht richtig rechnen. Ich schreibe nur Scheiße auf und wenn ich etwas zeichne, dann kommt nur Tod oder Penis. Durch mich. Ich bin Gott. Ich bin das Werkzeug. Wenn man ein Hammer ist, dann sieht irgendwie alles wie ein Nagel aus. Andreas! Kommst du zum Essen? Ist gedeckt. Mensch, Andrea, dich haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ja, wie geht's in deinem roten Sarg? Oh, Mama, Alter. Ich hab halt die ganze Zeit Bauch, das weißt du doch. Das tut ja die ganze Zeit so weh. Hör, wenn die Heißluftpfanne nichts bringen kann, dann gehen wir morgen gleich nochmal zum Arzt. Nein, nicht wieder zum Arzt. Der war voll komisch, Mama. Junger Mann. Du bist mal ganz still. Ich wollte es ja eigentlich nicht beim Osteressen ansprechen, aber
Andreas, ist dir eigentlich klar, was gestern bei uns im Briefkasten drin war? Eine Rechnung, ja? Ja, was ist denn für eine Rechnung? Keine Ahnung. Schatz, Gökchen, kann es sein, dass du auf einer Webseite namens webcamboys.xxx 175 Euro ausgegeben hast? Nee, gar nicht. Du weißt von nichts. Ja, wer soll es denn sonst gewesen sein? Der Heilige Geist oder was? Ich mach doch sowas gar nicht. Das ist voll peinlich, okay? Das war ich nicht. Gökchen, dass du schwul bist, ist doch vollkommen in Ordnung. Ich meine, schau doch sehr gay und mich doch mal an. Also. Ich schwul mach mal jetzt auf. Ist dir eigentlich der Ernst der Lage bewusst? Solche Seiten sind kein Spiel. Das ist echtes Geld, das du da ausgegeben hast. Echtes Geld, für das ich und Sergej jeden Tag hart für arbeiten müssen. Nur damit du, Pickelgesicht ohne Hirnzellen, dir eins von der Palme wedeln kannst. Mama. Sag mal, wohnst du eigentlich in diesem Haus oder in einem Paralleluniversum? Warst du die letzten Wochen da, hast du mitbekommen, wie viel Stress ich in der Arbeit habe? Weißt du eigentlich, wie schwierig es ist, die Leitung von Human Resources bei einer Firma wie MMM zu sein? Ja. Seit mein Chef so viel Dreck am Stecken hat, hat das richtig auf mich abgesehen. Ist dir klar, dass unser Geldhahn sehr schnell abgedreht werden kann? Keine Ahnung. Sergej, bitte beruhig dich. Ja, komm, nein, das geht wirklich zu weit. Sag mal, warum kannst du, Himmelberger, nicht eigentlich genauso sein wie jeder andere aus deiner Generation? Warum kannst du nicht eigentlich Schmuddelhefte von Schwangeren in Bademode unter deinem Bett haben, die du dann mit deinem lüsternen, triebgesteuerten kleinen Hundsack benutzt? Warum bist du so ekelhaft und undankbar? Wir machen uns doch nur Sorgen um dich. Andreas, mir reicht's. Die ganze Zeit mit deinem Simulieren. Ich hab Halsschmerzen. Ich hab Bauchschmerzen. Nur damit du zu Hause bleiben kannst und dir elendig einen abzuwichsen. Fancy, save it, boy! Oh, the God, it's on fire!
Bauwagenplatz geht es ja weiter mit Konzerten jetzt gleich und sowas. Könnt ihr euch alle Bier holen und so und Interpreten.